Hallo Hardy. Hi, Lea. Bereit fürs nächste Video? Klar bin ich bereit. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Wir wollen heute mal einfach einen Stramm Max machen. Lass uns anfangen. Für den Stramm Max brauchen wir natürlich eine Unterlage, hier ein flaches, selbstgebackenes Brötchen. Dann brauchen wir Kochschinken, ein Ei, etwas Öl zum Anbraten, Salz, dann haben wir Paprika, Curry und Pfeffer. Lasst uns anfangen! Ich habe schon mal die Kochschinken aus Brot gepackt. Jetzt kommt das Öl in die Pfanne, dann kommt das Ei rein, dann kommen die Gewürze drauf und schon können wir essen. Lass uns anfangen. Als erstes kommt das Öl in die Pfanne. So. Dann wird die Platte angemacht. Öl ein bisschen verteilen. Ich habe mir hier wieder aus Faulheit ein Zefir hingelegt. Jetzt kommt das Ei. In die Pfanne. Versuche ich das ein bisschen hin und her zu ziehen, damit es größer wird. Jetzt kommen die Gewürze dran. Da bin ich recht großzügig, das gebe ich zu. Jetzt kommt Pfeffer dran. Auch großzügig. So bin ich halt. Wieder zurück. Jetzt nehme ich mir die beiden. Einmal Paprika edelsüß. Und dann das Curry. So. Und schon sind wir fertig. Das Ei ist jetzt fertig, jetzt kommt es aufs Brot. Darum habe ich das wohl ein bisschen größer gemacht, damit man auch was davon hat. Und schon ist der stramme Max fertig. Guckt euch das an, wie schön das aussieht. So. Und damit es richtig schön überall verteilt ist, machen wir das Eigelb natürlich kaputt. Macht es nach, es ist einfach, gebt uns einen Daumen hoch, schickt uns ein Foto, sagt uns, ob es geschmeckt hat. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Ciao. Hardy hatte gerade noch so einen Löffel Biskuit da. Da habe ich mir jetzt erstmal einen gemopst.